In diesem Video werden Passwörter geknackt. Naja, wie kommt man auf so eine Idee? Relativ einfach. Ich war mal auf einer Messe und da gab es verschiedene Stände, unter anderem einen von der Polizei. Und die hatten da ein Fenster aufgebaut mit Brecheisen und man durfte sich mal als Einbrecher versuchen. Sinn und Zweck der ganzen Übung war, den Leuten mal klar zu machen, dass sie sich durch ihr eigenes Verhalten im Prinzip diesen Einbrechern sozusagen das Leben durchaus leichter machen. Und wenn man entsprechend sich klug verhält, haben dann die Einbrecher entsprechend eine schwere Zeit und suchen sich vielleicht ein anderes Haus aus. Und das ist im Prinzip die Intention hier, die Idee dazu vermitteln, wie Passwort-Hacking im Prinzip gemacht wird, damit du dich entsprechend so verhalten kannst, dass es im Prinzip sehr, 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 sehr schwer ist, dein Passwort zu knacken. Gut, ganz formell erstmal. Es gibt zwei Beteiligte, einmal die Anbieter von einem Login, Online-Shop, Mitgliederbereich, was weiß ich, in einem Forum oder sowas, oder auch unser Schulserver. Und dann natürlich die Benutzer, also sprich diejenigen, die sich mit Benutzernamen und Passwort einloggen. Die Anbieter, die haben halt ein paar Sachen, müssen die halt logischerweise machen, was aber auch zu Problemen führt. Das erste ist, sie müssen sich natürlich das Passwort irgendwie merken. Was ja klar ist, weil sie müssen ja überprüfen, ob du sozusagen das richtige Passwort eingegeben hast. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt nur, wenn ich das Passwort speichere, gut, wenn der Benutzer es vergessen hat, kann ich es ihm natürlich wieder zuschicken, das ist sehr schön. Allerdings kann das Passwort auch geklaut werden. Und das wäre dann doof. Besonders auch für den Benutzer, besonders wenn das Passwort sozusagen, ein Benutzer hat ein Passwort sozusagen für alles, dann ist das natürlich der Super-GAU. GAU heißt übrigens größte anzunehmende Unfall. So. Zweite Geschichte, nur berechtigte Benutzer dürfen natürlich reingelassen werden. Aber wie gehe ich mit Benutzern um, die, sagen wir, als Passwort 123456 nehmen? Dritte Geschichte, heutzutage ist es leider so, dass halt viele Benutzer davon ausgehen, dass die ganze Verantwortung liegt halt bei dem Anbieter. Das heißt, was weiß ich, der Schulserver, wer auch immer, muss dafür sorgen, dass nur ich mich einloggen kann. Das funktioniert aber nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil diese Verantwortung kann ich nicht abgeben. Ich bin für meinen Zugang selbst verantwortlich. Das ist so ungefähr, wenn ich auf die Idee kommen würde, auf dem Frankfurter Hauptbahnhof 50 Euro irgendwo liegen zu lassen und zu hoffen, dass, wenn ich nach einer Woche wiederkomme, die 50 Euro noch da sind. Nein, wird nicht funktionieren. Also, das heißt, diese Hochsicherheit-Geschichte funktioniert wirklich nur, wenn ich als Benutzer mitmache. Gut, was kann man bis jetzt lernen? Verschiedene Passwörter hat man eben gesagt. Natürlich möglichst sichere Passwörter, was auch immer das heißt, werden wir noch lernen. Und noch besser ist natürlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt, ich brauche etwas, was ich weiß und etwas, was ich habe. Was ich weiß, ist das Passwort. Was ich habe, ist zum Beispiel mein Handy. Das heißt, wenn jemand das Passwort klaut, kann er sich trotzdem nicht einloggen, weil er noch gleichzeitig mein Handy bräuchte. Machen wir erstmal wieder etwas Geschichtsunterricht. Die Firma Rockyou. Die haben so Anwendungen um soziale Netzwerke gemacht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, gar nicht, ob die noch heute existieren, habe ich nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall war es 2009 sehr bekannt.
Und zwar haben die halt zwei Sachen gemacht, die waren nicht so intelligent, zumindest aus heutiger Sicht. Das erste war, die Passwörter wurden praktisch bei der in der Datenbank bei der Firma im Klartext gespeichert. Und das zweite ist, diese Datenbank hatte ein 10 Jahre altes Sicherheitsloch, was bekannt war. Man hat es aber versäumt, es zu schließen. Sprich das Update zu installieren. Was halt dazu führte, dass 2009 das passiert ist, was passieren musste. 32 Millionen Zugangsdaten wurden geklaut und veröffentlicht. Das war im ersten Moment natürlich der Super-GAU. Das heißt, natürlich für die Firma, natürlich auch für die einzelnen Benutzer. Man kann allerdings diese RockYou-List auch positiv sehen. Die existiert natürlich heute noch. Es gibt entsprechend ähnliche Listen, aber es wird im Prinzip weiter gepflegt. Das heißt, immer wenn irgendwo Passwörter an die Öffentlichkeit kommen, werden die tatsächlich gesammelt. Weil man kann das Ganze auch positiv sehen. Und zwar ist das eine Liste und wie gesagt mit Millionen von Benutzern, vor allem mit echten Zugangsdaten. Das heißt, man kann daraus lernen. Leider können natürlich auch die Kriminellen daraus lernen. Das ist natürlich die Schattenseite, aber natürlich auch die Sicherheitsfirmen können, beziehungsweise du kannst jetzt auch daraus lernen. Das heißt, man hat die Chance, sozusagen diese Anmeldevorgänge sicherer zu machen. Eine Anwendung davon sind, wie ich eben schon sagte, diese Listen, die gepflegt werden. Und man kann zum Beispiel, das Hasso-Plattner-Institut bietet das an, das ist kostenlos. Da gebe ich einfach nur meine E-Mail-Adresse an. Und die gucken dann praktisch in diesen Listen für mich nach. Und wenn meine E-Mail-Adresse in diesen Listen auftaucht, werde ich benachrichtigt. Also ich bekomme sozusagen allerdings nur einmalig, das heißt, ich gebe die E-Mail-Adresse ein, die suchen dann und dann bekomme ich eine E-Mail mit dem Ergebnis. Und da steht dann drin, wo überall meine Zugangsdaten auftauchen. Und das ist dann der Moment, in dem man das Passwort wechseln sollte. Das ist halt tatsächlich sehr hilfreich und auch spannend. Und was aber auch spannend ist, die analysieren natürlich auch diese Listen und das häufigste Passwort ist tatsächlich immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wer sowas als Passwort benutzt, das ist die Geschichte mit den 50 Euro am Frankfurter Hauptbahnhof. Da ist man schon selbst dran schuld. Gut, damit ist eigentlich, und das werden wir jetzt auch demnächst sehen, die größte Schwachstelle sind natürlich die Benutzer mit den unsicheren Zugangsdaten. Das Problem ist, die machen sich auch relativ wenig Gedanken darüber, die tun ja nicht nur sich gefährden, sondern eigentlich auch das ganze System, dass dann vielleicht Leute an Sachen drankommen, die gar nicht für ihre Augen bestimmt sind. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, sehr verantwortungsvoll mit Benutzernamen und Passwort umzugehen. Also, Passwörter speichern. Geht das auch intelligent so, dass wenn es geklaut wird, sozusagen, dann nicht die Klartextpasswörter stehen? Ja, klar geht das. Und zwar mit einer sogenannten Hash-Funktion. Das ist so eine Art Einbahnstraßenfunktion. Einbahnstraße? Gucken wir mal. Beispiel, ich habe 5 plus 5. Das ist 10. Gut, wenn aus irgendwelchen Gründen ich jetzt die 5 vergessen sollte, kann ich das Ganze wieder rückgängig machen. Das heißt, ich kann die 10 nehmen, ich kann die 5 davon abziehen und dann habe ich wieder meine 5. Jetzt gibt es auch sowas wie Sinus von 0 Grad ist 0. Gut, wird man doch sagen, kann man doch auch wieder rückgängig machen. 0 Sinus 0? Nee? Nicht so schnell. Sinus von 180 ist auch 0.
Das heißt, mit rückgängig machen wird es jetzt problematisch, weil, wenn ich weiß, der Sinus von irgendwas ist 0, kann ich aber nicht sagen von was, weil das könnte 0, 180, 360, es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Und genau das macht im Prinzip diese Hash-Funktion. Das heißt, ich habe eine große Menge an Passwörtern und eine etwas kleinere Menge an, nennen wir es mal Prüfsummen, und das wird dann praktisch zugeordnet. Und dadurch kann ich zwar überprüfen, wenn der Benutzer sein Passwort eingibt, muss ja im Prinzip die richtige Prüfsumme rauskommen, aber wenn jemand die Prüfsumme klaut, kann er nicht sagen, welches Passwort ich habe. Und das ist im Prinzip eine Idee. Diese Idee kann man natürlich auch, sie ist halt nicht unendlich sicher, sondern es gibt ein schönes Programm, das nennt sich Hashcat, ist auch sehr bekannt, steht auch in der Wikipedia, also das sind jetzt nicht alles hochgeheime Hacker-Informationen, sondern das kann man alles in der Wikipedia nachlesen, wobei die englischsprachige da deutlich informativer ist im Vergleich zu der deutschsprachigen. Aber wie auch immer, Hashcat ist auch ein ganz stinknormales Programm, was zum Beispiel bei allen Linux-Distributionen im Paketmanager ganz normal dabei ist. Also man kann es mit apt-install Hashcat einfach installieren. Also das ist jetzt nicht, wo man auf irgendwelche komischen Seiten muss, sondern es ist ein ganz stinknormales Programm. Wie gesagt, in Linux ist es im Paketmanager. Für andere Betriebssysteme gibt es bestimmt das Ding auch. Wie auch immer. Man braucht allerdings gute Hardware. Was Hashcat halt macht, ist, es generiert Passwörter, berechnet die Hash, also die Prüfsumme, und guckt dann, ob die Prüfsumme irgendwo in der Passwortliste, die geklaut worden ist, vorkommt. Das ist im Prinzip das, was dieses Programm macht. Und das probieren wir jetzt aus. Da sind natürlich auch Beispieldateien dabei, wo man sozusagen das Ganze mal ein bisschen testen kann. Und dazu muss man das Programm einfach aufrufen. Ich habe mich jetzt auf MD5 Prüfsummen beschränkt. Es ist natürlich so, je nachdem wie aufwendig die Prüfsumme zu berechnen ist, umso weniger Passwörter kann Hashcat sozusagen in einer gewissen Zeit prüfen. Heißt, je aufwendiger der Algorithmus, desto besser ist es. Und hier sieht man, ich habe hier, das war jetzt Brute Force mit 7 Buchstaben, und zwar Kleinbuchstaben, und habe schon die ersten Passwörter geknackt. Also das ist im Prinzip das, was man eigentlich nicht machen soll, nur Kleinbuchstaben, nur Großbuchstaben zu nehmen. Machen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal, diesmal mit 8 Kleinbuchstaben und wirklich Brute Force, also heißt in dem Fall einfach durchprobieren. Und es dauert nicht lang und schon haben wir wieder die ersten Passwörter, die da durchlaufen, die sozusagen geknackt worden sind. Ja, selbst dran schuld, wenn man nur Kleinbuchstaben verwendet, und da hilft auch nicht, dass man 8 davon verwendet oder mehrere. Ja, da laufen wieder die Buchstaben durch. Soweit, so gut. Gucken wir mal weiter. Jetzt machen wir mal nicht nur Kleinbuchstaben, sondern alles. Und damit das Ding eine Chance hat, habe ich hier mal mit 4 gewerkelt. Und das ging jetzt relativ schnell. Jetzt sind wir mit 5 unterwegs. Das ging auch noch relativ schnell. Bei 5 hat er 6 Sekunden gebraucht. Und jetzt ist er wieder dabei. Jetzt sind wir bei 6.
Da hat er schon 7 Minuten veranschlagt oder 8 Minuten. Jetzt probieren wir 7. Bei 7 würde er 11 Stunden oder knapp 12 Stunden brauchen. Und last but not least vermute ich mal, dass ich auch noch 8 getestet habe. Yep. Mal gucken, was er zu 8 sagt. Da kommen auch schon die ersten Passwörter. Da würde er jetzt 45 Tage brauchen. Das heißt, gut 45 Tage ist ja schon ganz schön lange Zeit, aber auch nicht unendlich. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt einen Rechner genommen, der halt für dieses Programm gebaut ist. Dieses Programm benutzt sehr gerne Grafikkarten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rechner nehme, was weiß ich, mit 4 Grafikkarten und so weiter, dann bekomme ich hier natürlich deutlich bessere Zahlen zu sehen. Und man hat jetzt gesehen, dass 8-stellige Passwörter in ein paar Tagen durchaus zu knacken sind. Mit einem besseren Rechner sind es natürlich nicht 45, sondern was weiß ich, vielleicht 10 Tage oder 5 Tage, je nachdem. Und ja, was ist denn überhaupt ein sicheres Passwort? Und das hängt halt mit den Möglichkeiten zusammen. Sagen wir mal, wir machen es mal ganz einfach, ich habe nur 0 und 1 zur Verfügung für mein Passwort. Wenn ich eine Stelle habe, habe ich entsprechend 2 Möglichkeiten. Wenn ich 2 Stellen habe, habe ich 2 mal 2 Möglichkeiten, also 2 hoch 2 Möglichkeiten. Wenn ich 3 Stellen habe, habe ich 2 mal 2 mal 2 Möglichkeiten, also 2 hoch 3. Dann entsprechend 2 hoch 4 und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mir merken, die Anzahl der möglichen Zeichen hoch die Anzahl der Stellen. Wenn ich jetzt das mal so in der Tabelle ein bisschen vergleiche, wenn ich nur Zahlen benutze, bekomme ich entsprechend bei immer 8 Stellen 10 hoch 8 Möglichkeiten. Bei kleinen Buchstaben 10 hoch 11. Buchstaben insgesamt 10 hoch 13. Buchstaben und Zahlen 10 hoch 14 und wenn ich die Sonderzeichen noch dazu zunehme, 10 hoch 15. Das heißt, je mehr, je größer der Zeichenvorrat ist, umso größer oder so mehr Stellen muss ich tatsächlich durchprobieren. Ich habe dadurch, dass ich die ganze Tastatur verwende, Zeichen oder bei der Anzahl der Passwörter fast mehrere Zehnerpotenzen sozusagen erhöht und das bedeutet natürlich, dass ich damit auch die Zeit, die es zum Knacken braucht, deutlich erhöht habe. Gut, jetzt sind wir in der Situation, wir wollen Passwörter knacken und wir haben es jetzt mit Benutzern zu tun, die zumindest denken, sie sind schlau und haben, jetzt lange Passwörter. Und das Ganze probieren wir jetzt mal aus. Und zwar gehen wir jetzt her und verwenden sozusagen ein Wörterbuch, weil sehr viele Benutzer nehmen natürlich Passwörter, wo irgendein Wort drin vorkommt. Beziehungsweise, was die Sache jetzt richtig spannend macht, ist, ich nehme jetzt, sagen wir, als Wörterbuch die Rocky-Liste. Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Und auch so eine Geschichte, was halt viele machen, ist, sie glauben, ein unsicheres Passwort wird dadurch sicher, dass man irgendwas hinten dran hängt. Zum Beispiel 2 Zahlen. Und wenn ich jetzt hergehe und ich hatte ja von eben den Befehl mit den kleinen Buchstaben und an den kleinen Buchstaben hänge ich jetzt noch 2 Zahlen dran, dann sehe ich, dass ich relativ schnell wieder Passwörter geknackt habe.
Das heißt, man benutzt sozusagen beim Passwortknacken Gewohnheiten. Gewohnheiten sind zum Beispiel auch, I durch eine 1 zu ersetzen und solche Sachen. Dadurch hofft man, unsicheres Passwort sozusagen sicher zu machen. Oder wenn man Sonderzeichen macht, viele denken sich einen Satz aus und das Sonderzeichen ist halt das letzte Zeichen. Das heißt, ich habe die Möglichkeiten, die ich durchsuchen muss, reduziert dadurch, dass der Hacker nur das Sonderzeichen am Ende des Satzes oder des Wortes sozusagen überprüfen muss. Das heißt, solche Gewohnheiten reduzieren die Menge an zu überprüfenden Passwörtern. Oder ich kann natürlich hergehen, wenn das Passwort im Wörterbuch vorkommt. Dann kann ich natürlich hergehen und sagen, hier, wie sieht's aus, wenn ich mit so einem Dictionary da dran gehe. Natürlich kann ich, anstatt ein Dictionary, was ordentliches nehmen, zum Beispiel die RockYou-Liste. Das heißt, sprich, reale Passwörter. Und, ja. Viele nutzen halt da Passwörter, die halt beliebt sind, und das ist halt schlecht. Manche versuchen dann, das Ganze noch zu retten, wie gesagt, mit diesem I gleich 1 und was dran zu batschen. Das hilft aber nicht. Wir gucken mal, was haben wir bis jetzt gelernt? Also, Wörterbücher oder Passwortlisten werden in der Regel verwendet. Das heißt, man sollte ein Passwort auswählen, was da nicht drin steht. Man sollte nach Möglichkeit keine Gewohnheiten nutzen. Also sprich, wie gesagt, das I hat die 1, Sonderzeichen nur am Ende oder eine Zahl am Ende. Das sind halt alles Gewohnheiten. Wenn die viele haben, kann man die sozusagen gegen einen verwenden. Oder das Passwort ist halt zu kurz, was halt die Anzahl der Möglichkeiten ist zu hacken natürlich enorm erhöht. Gut, jetzt wollen wir nochmal eine Stufe mehr. Also, bis jetzt haben wir ja nur die Wörterbücher getestet. Jetzt kombinieren wir mal das Wörterbuch und die Gewohnheiten. Und schon sieht man, ja, wir sind mit dem Wörterbuch, wo wir eben eigentlich so gar keinen Erfolg hatten, auf einmal recht erfolgreich. Und wenn man jetzt noch hergeht, im nächsten Schritt, dass die RockYou-Liste nimmt und die Gewohnheiten dazu, dann hat man eigentlich die Chance, relativ viele Passwörter zu knacken. Und da laufen sie auch schon durch und die werden da ziemlich lange durchlaufen. Also wie gesagt, mit dieser Kombination ist man elendig erfolgreich. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, bis zum Ende zu warten. Aber wie gesagt, das ist praktisch sehr erfolgreich. Also, was lernen wir daraus? Die Anbieter, die sollten Passwörter nicht im Klartext speichern, schon mal gar nicht. Die sind leicht zu erkennen. Wenn euch ein Anbieter sozusagen euer Passwort zuschicken kann, dann hat er das mit Sicherheit im Klartext gespeichert und das ist nicht gut. Je aufwendiger der Hash-Algorithmus ist, umso besser ist es, umso schwieriger haben es die Hacker. Die RockYou-List, die kann man ja auch sozusagen so nutzen, dass man die im Hintergrund hinterlegt hat und wenn ein Anwender praktisch sich ein Passwort aussucht, was auf der RockYou-List steht oder ähnlicher Liste, das nicht sozusagen erlaubt. Dann die Anwender dazu zwingt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Es ist ein bisschen lästig, ja, aber wenn das Passwort geknackt ist, können sozusagen die Hacker oder die Hacker, will ich jetzt nicht sagen, Hacker ist nicht notwendigerweise ein Krimineller, also auch bei Sicherheitsfirmen arbeiten Hacker und die werden von den Firmen ja bezahlt, dass sie sozusagen testen, ob ein System sicher ist. Also Kriminelle könnten müssten ja dann
nicht nur das Passwort haben, sondern auch etwas, was ich habe, also sprich mein Handydaten für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und vor allen Dingen, wenn Sicherheitslücken auftauchen, die sofort beheben. Die Benutzer. Also keine gängigen Passwörter, also alles, was so auf diesen Listen steht, schlechte Idee. Möglichst lang, großer Zeichenvorrat, das heißt klein, groß, Zahl, Sonderzeichen. Dann keine gängigen Gewohnheiten, also Passwörter werden nicht sicher, indem ich ein I durch eine 1 ersetze oder hinten zwei Zahlen dranhänge. Immer gucken, dass sozusagen auch die Sonderzeichen, die müssen überall war, am Anfang, in der Mitte oder wie auch immer. Also das muss wirklich, ja. Dann, wie gesagt, bei den Gewohnheiten, man sagt dazu Prä und Suffixe. Also Prä heißt das, was vorne dran steht, Suffix ist das, was hinten dran steht. Das macht Passwörter nicht sicher. Dann ab und an, schadet es nicht mal, wie gesagt, beim HPI mal seine E-Mail-Adresse checken zu lassen. Spätestens, wenn man dann gewarnt wird, dann kriegt man sogar gesagt, auf welcher Liste die Zugangsdaten aufgetaucht sind. Das heißt, man kann sogar rauslesen oder auch relativ häufig rauslesen, wo sozusagen oder bei welchem Anbieter das eigene Passwort sozusagen geklaut worden ist. Und nach Möglichkeit die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Ich hoffe, das Ganze war für dich interessant, hilfreich und führt hoffentlich dazu, dass du in Zukunft ein sicheres Passwort hast und von Kriminellen hoffentlich nie gehackt wirst.